Salute! Leute, ihr habt es gesehen! Nein, ihr habt es nicht gesehen. Der Mac Topfu hockt da hinten und ärgert mich schon wieder die ganze Zeit. Ihr habt es gesehen. Geburtstagstorte. Das heißt, mein ziemlich mittlerweile alljährliches Geburtstagsvideo steht an. Was mache ich dieses Jahr? Patricia kommt auch gerade. Einen mega Funztopf. Funztopf, genau. Ist zwar noch kein Runder, aber langsam werde ich echt alt. Leute, wir machen eine ganze Woche oder fast eine ganze Woche Party, eine halbe Woche. Heute haben wir Mittwoch. Na gut, der ist schon seit gestern da. Und lasst uns beginnen. Entweder da drüben oder hinten. Hallo Patricia, du kommst gerade richtig zum Video. Nein. Doch, komm gleich mit rein ins Bild. Also Leute, wir legen los. Hier drüben oder hinten. Schauen wir mal. So meine Lieben, wir sind hier fleißig schon am Schnibbeln. Einfach damit wir euch nachher nicht in der Übersicht mit der ganzen Schnippelei noch belästigen müssen. Also sobald wir alles komplett fertig geschnippelt haben, kommt die Übersicht. Mhm. Machst du das richtig da hinten? Freilich. Jo, gut. Tja, jetzt wären wir bei der Übersicht. Mal schauen, ob ich das stotterfrei hinbekomme heute. Einmal einen FT9, ursprünglich mit Füßen. Da hat so ein komischer McDopf meint, der muss die Füße abflexen. Aber egal, ganz andere Geschichte. Dann haben wir hier Gelderländer Bauchsteig. Ja, der erste Versprecher. Bauchspeck. Circa 600 Gramm. Rindergulasch 500 Gramm. Schweinegulasch 500 Gramm. Da haben wir hier Pute. Wie viel waren das in etwa? Ja, 450. Ja, 450 müssten es gewesen sein. Und eine Zwiebelschale, die gehört dir, bitteschön. Und Hähnchenfleisch. Das waren auch etwas über 500. Dann haben wir hier 800 Gramm Hackfleisch. Gut, ich weiß, es heißt Funztopf, aber ist doch egal. Ja, und hier habe ich einfach so Schinkenscheiben noch klein geschnitten. Dann haben wir hier jede Menge Paprika. Definitiv auch mehr als 500 Gramm Zwiebeln und Tomaten. Ja, es heißt zwar, man darf so nicht mehr sagen, aber es wird noch verkauft. Die gute alte Zigeunersoße. Und das wären die ganzen Zutaten, was wir jetzt hierfür benötigen. Also, dann fangen wir an, das im FT9 hineinzuwuchten. Go. Anfangen tun wir jetzt mit dem Gelderländer Bauchspeck, also sozusagen den Bacon. Als Schild unten rein. Ja, wer hat denn den so grob gewürfelt? Christian, warst du das? Ja. Warum hast du den so grob gewürfelt? Weil ich dich vorher gefragt habe, ob das so passt. Also wenn dieses Schild nicht reicht da unten drin, dann weiß ich auch nicht. So. Soll definitiv ausreichen. Du sollst den Topf filmen, nicht mich. Machen wir gleich einmal eine Ladung Zwiebeln mit drüber. Dann kommt unser Rinderhackfleisch. Rinderhackfleisch sag ich. Ach, unser Rindergulasch. Tun wir natürlich alles richtig schön verteilen. So. Hier drauf tun wir jetzt ein bisschen Paprika. Also wie er das im Endeffekt aufschichten tut, ist kupft wie kechelt. Das bleibt jedem sich selbst überlassen. Eine Lage Schinken. Naja, komm.
Dann machen wir gleich immer komplette Lagen. Außer mit dem Gemüse. Tja, was machen wir jetzt für eine Lage? Jetzt machen wir eine Schicht Tomaten. Ich bin ja gespannt, ob der FT9 hier ausreicht. Der Mr. McDopfmann Fu hat gesagt, der reicht aus. Bist du immer noch der Meinung? Klar. Gut. Ich vertraue dir jetzt mal. Sonst ein klarer Fall von schlecht geschichtet. So, wenn wir hier jetzt ein paar Zwiebeln zwischendrin haben, ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Das war übrigens gemischtes Hackfleisch. Ein paar Zwiebeln brauchen wir noch oben drauf nachher. Da hauen wir jetzt so ziemlich zum Schluss Pute und Hähnchen komplett mit rein. Und das Hähnchen. Also hätte ich jetzt den FT12 genommen, hätte ich das vielleicht etwas schöner schichten können. Aber ich kann hier... Ja! So. Restliche Paprika. Restliche Zwiebeln. Und dann hoffen wir, dass wir die Soße auch noch komplett neu kriegen. Ich glaube, die drei Flaschen kriegen wir da locker rein. So viel ist da nicht drinnen, einer. Aber ich hole nachher noch einen kleinen Löffel an Langen, um die komplett leer zu machen. Oder einen Schluck Wasser rein, einen klitzekleinen und dann ausspülen. Sträubt sich. Ja, kommst du jetzt raus? Klassiker, oder? Erst kommt nichts, dann kommt alles. So Leute, ich hole mir jetzt einen Schluck Wasser in jede Flasche, aufschütteln, mit Deckel natürlich, und dann tun wir den Rest rein. So. Naja, Leute. Dann schaut mal, was da noch aus so einem Fläschchen rauskommt. Einfach nur mit ein bisschen Wasser aufgefüllt. Also wirklich bloß ein kleines bisschen und dann ordentlich geschüttelt. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge Soße. Die verstreichen wir hier jetzt aber noch komplett ringsrum. Bevor wir gleich den Deckel aufsetzen. So. Und dann heißt nur noch Kohlen zünden. Gut Leute, stellen wir einen Topf raus. Da ist schön kühl gerade noch und feuern wir die Kohlen an. Welche ich heute nehme, keine Ahnung. Ich schaue mal, was noch da ist. Tja Leute, ich habe da hier so kleine Brikettkohlen da. Keine Ahnung, von wem ich die damals bekommen habe. Einfach mal neigekippt, angefeuert. Ja, und wenn die glühen, schmeißen wir sie unterm Topf drunter. So, jetzt ein geheimes Video. Der Michi hat ja heute Geburtstag und der alte Red Bull Junkie, der kriegt jetzt hier, dass er endlich mal auf Touren kommt. Schönes Red Bull. Michi! Hä? Du hast ja noch gar keine Red Bull gehabt. Das ist Happy aber, Birthday. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Ja, so kann man ihm eine Freude machen. Oh, machen. Jetzt muss ich loslegen. Ja, die Kohlen sollten soweit durch sein. Jetzt schauen wir erst einmal, wie viel das überhaupt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
6, 7, 8, 9. Ach, mir doch egal. Es waren auf alle Fälle eine ganze Menge. Also dieses verrostete Ding ist definitiv mal nicht von Petromax gewesen. Die haben da nämlich einen schönen aus Edelstahl, den werde ich mir demnächst auch noch organisieren. Zwangsweise, weil man ja von dem guten Topf die Füße abgeschnitten hat. Geh, Christian. Ja, ich habe auch einen Atago. Da braucht man keine Füße. Ich hätte ja jetzt gesagt, du Blödmann, hättest ihn ja mitbringen können, aber der steht ja da drüben, gell? So, jetzt haben wir einfach eine Ladung unten dran. Nein! Und den Rest hauen wir oben drauf. Also ich bin ja gespannt, auf der Verpackung stand irgendwas von Brenndauer bis zu 4 Stunden. Also bei den Kohlen rechne ich maximal mit 2 Stunden. Wie lange werden wir denn brauchen für den Topf? Also 2, 2,5 Stunden mindestens. Mindestens würde ich jetzt mal behaupten. Je nachdem, wie viel Feuer wir unterm und auf dem Kessel machen. Oder Mengenverteilung hast du jetzt 1/3 unten, 2/3 oben. So, ja, oder? So in etwa könnte man das jetzt sagen. So, die restlichen paar Scheißerle verteile ich noch unten drin. Immer genügend Luft lassen, wächst der Zirkulation, dass die Kohlen nicht ausgehen, sich gegenseitig ablöschen. Und dann sollte das Ganze klappen. Jetzt machen wir mal einen Uhrenvergleich. Wir haben es jetzt 10 vor 4. So, Freunde, 10 vor 6, also exakt 2 Stunden. Unten drunter die Kohlen glühen auch noch. Also von den 4 Stunden, was diese Kohlen angeblich durchhalten, sind wir weit entfernt. Maximal 2,5, habe ich ja gesagt. Ja, so sehen sie auch aus. Aber jetzt gucken wir erst einmal rein. Oh ja. Oh, das sieht doch wunderbar aus. Deckel zu. Und noch ein bisschen weiter köcheln lassen. Jo. Also 2,5 Stunden sollte man dem jetzt mindestens geben, bevor wir das mal umrühren. Und dann mal gucken, ob das Fleisch komplett alles durch ist. Und wenn es dann noch nicht durch ist, dann kann man es immer noch kurz drinnen auf dem Herd stellen, weil ihr wisst ja, es gibt Leute, die flexen die Füße ab. Aber jetzt genug gelästert, lassen wir es noch ein halbes Stündchen so stehen, bis um 6:30 und dann, ja, schauen wir, ob es fertig ist. 2,5 Stunden, also ein bisschen über 2,5 Stunden. Jetzt nehmen wir den Deckel runter, tun ihn einmal abschütteln und dann nehmen wir den kompletten Topf mit rein. Oh, ja. Jo, Leute, ab geht's nach drinnen. Es ist soweit. Deckel runter, wo lege ich den hin? Da drüben. Ach, ja. Ja, hier drin muss man etwas vorsichtiger sein. Und dann rühren wir das Ganze einmal ordentlich durch. Leichter gesagt als getan. Sehr viel Flüssigkeit hat es gegeben. Aber das macht gar nichts, dann ist es wenigstens nicht trocken. Hast du dir das so vorgestellt, mein Schatz? Ja, sieht schon ganz gut aus. Ja, ich probiere jetzt einfach hier mal. Ja, was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir das Rindfleischstück. Oder möchtest du das gleich probieren? Ich mag das Rindfleisch. Bitteschön.
Danke. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder Bullerweiße, hä? Also das nächste Mal zerbrösel ich das Hackfleisch lieber gleich ein bisschen zwischenein. Schmeckt es durch? Gut, dann tun wir nämlich gleich noch einen Becher Sahne mit rein, um das Ganze abzurunden. Und dann rühre ich fertig durch und dann schnappe ich mir selber einen Teller und mache mir noch ein schnelles Probiererle. Oh, lecker. Also Leute, wir sehen uns gleich. Probiererle. So. Fein. Vom Geschmack her sehr gut. Also die Zigeunersoße war eine hervorragende Wahl. Man kann natürlich die Geschmacksrichtung komplett variieren, je nachdem, was für eine Soße man da reinkippt. Schatz hatte ja gemeint, ich soll die Soße hinterher reinkippen. Da war sie zu langsam mit der Meinung. Da war die Soße nämlich schon drin. Und Schatz, so auch funktioniert? Wunderbar. Leute, aber wir sehen uns nachher noch zum Fazit. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Es war richtig geil, richtig lecker. Richtig lecker war's. Ich hau mal gleich noch einen Teller rein. Der nimmt sich nochmal ein. Soll er doch. Ist ja schon eine Weile her. Besuch ist noch gekommen. Haben wir alle abgefüttert. Ein Teil hatte ich schon gegessen, aber ist ja egal. Aber das Zeug in dieser Konstellation kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich einfach zu machen, gar kein Problem. Und es schmeckt. Was anderes kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Leute, einfach ausprobieren, nachmachen und wenn wir immer noch was übrig haben, morgen kommt ja der nächste Besuch, naja, da haben wir auch noch was davon. Das war's jetzt mit diesem Video, mit meinem kleinen Geburtstagsvideo. So wie jedes Jahr. Und Leute, wir sehen uns dann spätestens morgen. Da machen wir doch auch irgendwas, oder? Ganz genau. Ja, also für uns morgen, für euch halt das nächste Video. Leute, bis dann. Ciao. Und dich hier nicht vergessen. Ja, Leute, dann machen wir wieder ein Quattro Probiererle. Und ab in Hals. Guten.